ApoRed hat vor über 2 Monaten einen Song namens Yalla Habibi veröffentlicht. Yalla Habibi, Yalla Habibi, die Brüder sind immer für alles am Start, Yalla Habibi. Diese Single hat er dann 2 Wochen nach der Veröffentlichung auf Musikstreaming-Diensten wie Spotify, Deezer und Napster hochgeladen. Aber jetzt kommt das große Problem. Jetzt kommt das dicke, fette Problem. Ein Betrüger hat es irgendwie geschafft, ApoReds Song mit einer Kopie auszutauschen. Das heißt, wenn du zum Beispiel auf Spotify Yalla Habibi gehört hast, war das nicht die Originalversion, sondern nur eine Kopie. Der Betrüger hat damit höchstwahrscheinlich auch noch Geld verdient. Das ist aber ApoRed erst einige Wochen später aufgefallen. Für ihn natürlich sehr ärgerlich. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Feedback in Form eines Likes oder Kommentars freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.